Herzlich willkommen zu einem Video von kreativekiste.de. Wie gewünscht, hier die Erklärung mit einem neuen Schaltplan. Seit Schaltpläne nicht mehr von Hand gezeichnet werden, sind sie eben im Querformat. Das ist deswegen vor allem möglich, weil die Bauteile natürlich wesentlich kleiner sind. Dann fällt auf, dass wir in aller Regel ein relativ ausführliches Inhaltsverzeichnis haben. Danach kommt ein Hinweis auf die Leiterfarben und auf die Kennbuchstaben. Und danach kommen noch Ausführungen zum Schaltschrank selber. Und dann geht es auf der Seite 6 jetzt los mit unserem eigentlichen Schaltplan. Was wir jetzt hier haben, im Gegensatz zu dem alten Schaltplan, sind eben hier oben diese Strompfade. Die Strompfade werden einfach nach unten verlängert. Das heißt, wir haben hier den Strompfad 0, 1, 2, 3 und so weiter. Ich habe euch ja schon mal einen Schaltplan gezeigt, der sich zu 100% versucht, an die Normen und Vorgaben zu halten. Ich finde, so ist das ganz gut gelöst. Das ist eine gute Kombination, wo man Leserlichkeit und Normen einhält. Besonders gelungen finde ich hier, dass gleich die Bezeichnungen der Klemmleisten da sind. Das habe ich im letzten Video ja auch schon gesagt, dass verschiedene Gruppen zusammengefasst werden. Und hier wird es eben kurz beschrieben. Eben die Einspeisung, Abgänge, Abgänge 24 Volt und so weiter. Und ich habe gedacht, ich mache es mit euch jetzt so, dass wir den Schaltplan einfach Seite für Seite durchgehen und da den so ein bisschen kennenlernen. Es beginnt also hier bei der Einspeisung. Wir sehen die Einspeisung hier jetzt auch mit X0 bezeichnet. Danach geht es zu einem Hauptschalter. Der Hauptschalter mit diesem Knick hier und diesem Drehrad bezeichnet. Das heißt, es ist tatsächlich ein Schalter, der rastend ist. Eben mit 6S1 bezeichnet, weil wir uns auf der Seite 6 von 13 befinden. Die nächste Seite ist dann die Seite 7. Momentan sind wir aber auf der Seite 6. Die Klemmenbezeichnungen können abweichen. Ich finde es immer gut, wenn Hersteller nicht die Standardbezeichnung nehmen, sondern tatsächlich die Bezeichnung, die dann auch auf dem Bauteil angegeben ist. Danach geht es eben weiter zu unserer 6F1. Wir sehen also einen Leitungsschutzschalter, drunter auch die Sicherungsgröße bzw. die Nennauslösung. Und dann sehen wir, dass der Strompfad weitergeht. Und jetzt kommt eben das, was ich das letzte Mal gesagt habe. Wir haben hier L1 und es findet sich auf 7.0 wieder. 7.0, da gehen wir kurz hin. Das ist die Seite 7, der Strompfad 0. Jetzt sind wir also auf der Seite 7 und im Strompfad 0 kommt jetzt also der L1 wieder. Und so können wir dem Strompfad nachgehen. Hergekommen sind wir eben von 6.9. Das sehen wir hier, wir sind auf der Seite 6 im Strompfad 9. Nach der Sicherung gibt es eben ein neues Potential, auch das führt weiter. Das wird jetzt mit L4 bezeichnet. Das hat damit zu tun, dass viele MSR- und Automatisierungstechniker oder Leute, die die Schaltpläne zeichnen, Standardvorlagen haben und der L2 und L3 werden eben Phasen und deswegen wird automatisch der L4 genommen. Das heißt, wer bei dieser Firma arbeitet, weiß immer, der L4 ist normalerweise der Steuerstromkreis, während L1, L2, L3 automatisch die Einspeisung nach dem Hauptschalter ist. Dann gehen wir weiter. Wir haben noch hier eine Lampe 6H1. Wie schon gesagt, wir haben drei Verweise, L1, L4 und N. Und damit machen wir jetzt weiter auf der Seite 7. Wir haben eben L1, L4 und den N. Jeweils von der Seite 6 kommend im Strompfad 9. Von unserem L, der direkt vom Hauptschalter kommt, wird es eben weiter abgezweigt, nämlich die 7F1 und gehen danach zu unserem Trafo. Das ist kein Netzteil, sondern ein Trafo, weil wir hier eine AC-Spannung haben. Sehen wir auch hier 230 Volt und den N und hier haben wir 0 Volt und die 24 dazu. Danach haben wir hier eine PE-Klemme, die auf den N geht. Das machen wir deswegen. Wäre diese Klemme auf PE nicht da und ich würde hier den N verwenden und gegen dieses L-Potenzial hier messen, würde ich wahrscheinlich 60, 70, 80 Volt angezeigt bekommen. Das habe ich aber öfters. Ich denke, ich kann hinlangen und würde gegebenenfalls einen Stromschlag bekommen, wenn ich eben irgendwo ein PE berühre. Ist der N mit dem PE verbunden, ist es völlig egal, an welchen N ich mein Duspol oder mein Messgerät halte. Ich werde immer das passende Potenzial messen. Deswegen nimmt man den N nach einem Trafo
normalerweise auf PE. Danach kommt hier ein Feinschutz, also eine Feinsicherung. Und dann haben wir die 7F2, eben zu finden im Strompfad 7 auf der Seite 7. Man macht es trotzdem, auch wenn wir gerade auf der Seite 7 sind, machen wir 7,7. Also wir bleiben auf der Seite 7, im Strompfad 7 haben hier die Sicherung. Wir haben von 7K1, also Kontakte auf der Seite 11 im Strompfad 6. Und wir haben von der 7F2 einen Kontakt auf der Seite 7, eben im Strompfad 6. Jetzt gehen wir mal kurz auf die Seite 11. Auf der Seite 11, eben im Strompfad 6, finden wir jetzt 7K1 die Kontakte 24 und 21. Wenn ich jetzt wissen will, wo die dazugehörige Spule sitzt, sehe ich das eben darunter, 7.6 auf der Seite 7, eben im Strompfad 6. Dann haben wir hier A1 und A2 von unserer Spule. Jetzt haben wir hier ein neues Potenzial, eben nach unserem Trafo. Die 24 Volt wird eben davor angegeben und sehen wir eben 9.0. Das heißt, auf der Seite 9 haben wir das nächste Potenzial. Wenn wir jetzt auf der Seite 8 gucken, haben wir das Potenzial nicht. Ist wieder auf der Seite 9 und wieder bezeichnet mit der passenden Spannungsangabe. Jetzt wollte ich aber die Seite 8 nicht überspringen. Hier haben wir jetzt die Klemmen und hier ist es so, dass die X1 eben nicht vor jede Klemme geschrieben wird, wenn die Klemme eben durchgehend ist. Also X1.1, 2, 3, X1, 4, 5, 6 und X1, 7, 8, 9. Die PE-Klemmen und oft auch die N-Klemmen haben keine Nummer im Schaltschrank, sondern sind blau bzw. grün-gelb gezeichnet. Das bedeutet X1.1, blau, grün, gelb, 4, blau, grün, gelb, 7, blau, grün, gelb. Findet sich also ganz oft. Da darf man also nicht die Zahl suchen, sondern muss die der vorgehende nehmen und einfach 7, blau, grün, gelb nehmen. Dann sehen wir noch die Kabelnummer, also W für das Kabel. Das ist dann besonders hilfreich bei der Inbetriebnahme bzw. wenn Kabel gezogen werden. Häufig ist es so, dass MSR oder Automatisierungstechniker die Kabel nicht selber ziehen, sondern das von Elektrikern gemacht wird. Und dann schreibe ich diese Kabelnummer drauf, W0405. Dann weiß ich genau, dieses Kabel hier, mache ich einen Beppe auf den Ablüfter. Dann weiß ich mir genau, dieses Kabel gehört zum Ablüfter, kann ich nochmal abgleichen. Das heißt, Kabel vor allem beim Ziehen oder auch dann bei der Montage oder so, bitte nicht mit 1, 2, 3, 4, 5 beschriften und wenn möglich auch nicht mit Ablüfter so und so, sondern mit W04 und hier dann die 10 und 15 und so weiter. Einfach deshalb, dann ist immer ganz eindeutig, dieses Kabel gehört zu diesem Lüfter, da muss ich gar nicht suchen, kann ich mit dem Schaltplan eben durchgehen. Dann haben wir hier nochmal was Spannendes, da ist jetzt 12K1 und da steht DDC drunter. DDC bedeutet also immer, das kommt aus irgendeiner Steuerung raus. Oftmals gibt es dieses 12K1 nicht als Relais, sondern ist ein Kontakt von einer SPS oder ähnlichem. Schauen wir mal kurz auf die Seite 12. Da sehen wir das jetzt im Strompfad 4 und dann haben wir oft in der DDC ja Relais auf der Platine drauf und dann sehen wir, diese Relais sind eben oft mit DDC bezeichnet, dass man eben weiß, wo die herkommen. Also immer wenn DDC hier drunter steht, wäre ich ganz vorsichtig mit Brücken oder irgendwas, denn wenn ihr da was abschießt, dann wird es richtig teuer. Dann gehen wir nochmal weiter. Hier sehen wir jetzt darunter bezeichnet noch die Spulenspannung. Das sehen wir hier, wir kommen also von 24 Volt AC, gehen durch diese externen Kontakte und schalten dann hier unsere Spule. Hier sehen wir sogenannte potenzialfreie Kontakte von einem externen Gerät. Wenn uns zum Beispiel das Klimagerät mitteilen möchte, ob es Betrieb oder Störung hat, dann muss das Potenzial immer von unserem Schrank kommen. Deswegen nennen wir das potenzialfreie Kontakte, weil das Potenzial von extern kommt. Wir geben also Spannung in unser Klimagerät, da sitzt ein Relais und wenn diese Spannung durchgeschaltet wird, schalten wir 9K1. Dann schauen wir mal auf die Seite 12 in den Strompfad 1 und hier sehen wir jetzt die Rückmeldung an unseren TAC, also an unsere Steuerung. Wir nehmen also unsere eigene Spannung,
lassen die vom Klimagerät ein- oder ausschalten, schalten damit unser Relais ein- und aus. Und dieses Relais, mit dem kann ich jetzt wieder die Spannung für die Rückmeldung für unsere Steuerung ein- und ausschalten. Damit weiß ich, ob das Gerät eben Betrieb oder Störung hat. Natürlich könnten wir hier auch die SPS-Spannung direkt nehmen, das hat aber zwei Nachteile. Oft ist das eine Kleinspannung oder ein N, wo keine weiten Wege haben kann. Sei es, dass ich einen Kurzschluss habe, dass die falsche Spannung angelegt wird, die falsche irgendwas. Dann geht in diesem Fall unser Relais kaputt und nicht gleich unsere ganze Steuerung. Das heißt, das hier kann man zum einen natürlich als Verstärker verstehen, wenn ich weite Wege habe, aber auch natürlich, um meine DDC, um meine SPS zu schützen. Dann sehen wir hier noch, dass L1 und L4 hier endet, wird also nicht mehr weitergegeben. Unsere anderen Potenziale aber durchaus. Dann blättern wir noch einmal weiter. Hier haben wir jetzt einen Datenbus. Das ist aber nicht so arg spannend für uns, für den Schaltplan zum Lesen. Wir sehen lediglich, hier wird ein weiteres Potenzial weitergegeben, eben auf die Seite L4, ist mit C1 und C2 bezeichnet. Dann blättern wir noch einmal weiter. Hier ist jetzt also unser eigentliches Regelgerät. Dann lege ich die beiden Pläne jetzt mal übereinander, dass wir den Regler sehen. Dann sehen wir hier die verschiedenen Bezeichnungen. Die sind oft gleich. Eben das X und das U als Spannungseingänge, wobei auch das U manchmal ein Spannungsausgang ist. Dann eben das B für die Fühlereingänge und K für interne Relais, die etwas ein- und ausschalten. Hier machen die Hersteller aber oft ihr eigenes Süppchen, sage ich mal. Da muss ein bisschen aufpassen. Aber oft ist es so, Y eben für Spannungsausgänge 0 bis 10 Volt. Dann wie gesagt, X und U ist dann oft Spannung Ein- und Ausgang. Wenn zum Beispiel 24 Volt direkt ausgegeben wird, hier ist jetzt das X und das U jeweils ein Eingang. Ich schätze, das ist bei dem Hersteller drehbar. Und dann haben wir hier B eben noch die Fühlereingänge. Die Seite 13, die hat es leider nicht kopiert, deswegen habe ich die hier nicht. Also im Gegensatz zu dem handgezeichneten Schaltplan finde ich wirklich ein Traum, so einen Plan zu lesen. Ich muss nicht so oft umblättern, weil es einfach nicht so riesig ist. Ich habe hier wirklich schöne, genaue Bezeichnungen. Und oft habe ich eben hilfreiche Hinweise, wie die Klemmbelegung oder wenn besondere Sicherheitsvorkehrungen nötig sind.